Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Montag, der 2. Oktober, das heißt neue Woche, neue Streaming-Tipps. Und die starten heute mit einer internationalen Gruppe aus Geheimagentinnen. Im Actionfilm The 355 sind Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o und Fan Bingbing hinter einer Software her, die den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Sie alle arbeiten für unterschiedliche Geheimdienste, teilweise sogar für verfeindete Länder, müssen jetzt aber zusammenhalten, denn die Software ist in falsche Hände geraten und es hat bereits Tote gegeben. Schätze, das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich stelle ein Team zusammen und du bist die Beste auf deinem Gebiet. Ich dachte, du wärst durch damit. Morgen zum Essen bin ich zurück. Hände hoch! Waffe runter! Bitte! 5, 4, 3, 2, 1! Drück ab! Oder hört zu. Hier tummeln sich die Most Wanted des CIA. Ich mag das neue Team. Ab jetzt übernehmen wir. So international wie die Agentinnen sind auch die Schauplätze. Die Suche nach der gefährlichen Waffe führt die Frauen von Pariser Cafés über marokkanische Märkte bis zu wilden Partys in Shanghai. The 355 könnt ihr heute Abend um 22.15 Uhr im ZDF gucken. Danach ist der Film für 4 Wochen in der ZDF-Mediathek verfügbar. In der neuen Y-Kollektiv-Doku geht es um das Recht auf Abtreibung. Die Doku ist sehr persönlich, denn die Reporterin hat sich vor 2 Jahren selbst für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Sie setzt sich mit den Fragen auseinander, die sie damals und heute beschäftigt haben. Außerdem spricht sie mit AbtreibungsgegnerInnen und mit ÄrztInnen, die Drohbriefe erhalten, weil sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und sie spricht mit Männern, die ihr Kind gerne behalten hätten. Es werden also alle möglichen Perspektiven eingenommen, um die Frage nach einem Recht auf Abtreibung zu beantworten. Die neue Y-Kollektiv-Doku findet ihr ab heute exklusiv in der ARD-Mediathek. Der Sommer ist zwar vorbei, wir wagen in unserem letzten Tipp trotzdem nochmal den Sprung ins Freibad. Aber nicht in irgendeins, sondern in das einzige Frauenfreibad Deutschlands. Um das geht's in der Komödie Freibad. Der Ort soll ein Safe Space für Frauen sein, an dem sie sein können, wie sie möchten. Mit oder ohne Bekleidung, Badeanzug, Bikini, Burkini. Völlig egal. So ist es zumindest gedacht. Eine Gruppe deutscher Frauen stört sich allerdings an einer Gruppe arabischer Frauen, die in Burkinis baden gehen wollen. Ein Streit bricht aus im Frauenfreibad. Was soll denn das? Wir sind hier alle in Burkini. Ich kann da leider nichts machen. Wir wollen uns fertig machen. Jetzt beruhig du dich mal, das sind Kartoffeln. Das ist wie der Pferdekopf bei der Mafia. Sei jetzt, greif endlich einmal durch. Wofür bezahle ich dich denn eigentlich? Genug ist genug. Ich lass mich von euch nicht mehr hin und her schubsen. Ich kündige. Wir haben unsere Steffi verloren. Verlassen Sie sofort das Bad. Die Bademeisterin hat genug von ihrem Job als Streitschlichterin und kündigt. Als ihr Posten von einem Mann übernommen wird, eskaliert die Situation endgültig. Zum Cast gehören unter anderem Andrea Sawatzki, Nilam Farouk, Nico Stank und Melody Wakiwuamina. Den Film Freibad könnt ihr ab heute bei Wow streamen. Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr weitere Highlights nicht verpassen wollt, dann folgt oder abonniert diesen Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens. Das geht zum Beispiel bei Spotify, Apple oder Google Podcasts, Amazon Music oder Deezer. Jonas Nikolik hat die Tipps für heute rausgesucht. Mein Name ist Anja Bolle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.